So, und damit herzlich willkommen zurück bei Die Siedler 4 in der HD-Version. Und wir sind immer noch bei der Dunkelvolk-Missionen-Kampagne. Wir haben wieder die Schwierigkeit normal gestellt. Genau. Das ist irgendwie cool von der Karte, ne? Sieht irgendwie cool aus. So, Mission 10 habe ich mir noch nicht angeguckt. Wir haben letztes Mal Mission 9 gemacht. Die war ja so ein bisschen. Mussten wir zweimal machen. War nicht schwer, war nur ein bisschen. Ja, ein bisschen nervig. Jetzt also Mission 10 am Start. Der Weg nach Valhalla. Der Spiegel zerbricht. Es war nicht einfach, zu den Mayas durchzubrechen. Doch schließlich gelang es, das von uns eroberte Gebiet mit dem der Römer und Mayas zu vereinen. Die Steinmenschen brauchten sehr lange, bis ihnen das volle Ausmaß der Bedrohung durch das dunkle Volk klar geworden war. Unsere Priester träumen jede Nacht. In ihren Träumen gelangt der Bär an einen Ort, an dem eine Art Spiegel inmitten mehrerer Türme steht. Der Bär wirft sich mehrmals mit aller Kraft gegen den Spiegel. Im Spiegel selbst sind Wolf, Bär und Jaguar schemenhaft, wie durch einen dichten Nebel zu erkennen. Unseren Priestern ist klar, dass wir auf irgendeine Art von Widerstand stoßen werden, obwohl sie nicht zu sagen vermögen, wofür der Spiegel in den Träumen stehen soll. Es besteht kein Zweifel daran, dass wir mehr wissen werden, sobald wir den in den Träumen sichtbaren Ort erreichen. Alles deutet darauf hin, dass wir dort auf die finsteren Mächte stoßen werden, die wir suchen und vernichten müssen. Die Zeit des Redens ist vorbei. Jetzt müssen Taten folgen. Ja, nice. Also wir spielen gegen alle drei Völker. Die Zeit drängt und es fehlt uns am nötigsten. Äxte und Sägen. Aber müssen wir so schnell wie möglich Verteidigungsanlagen errichten, um den Drohnenansturm abzuwehren. Die Rettung kann nur eine kluge Platzierung der Verteidigungsgebäude sein. Keine Äxte und Sägen sind doof. Hoffentlich haben die überhaupt was. Boah, scheiße. Okay, eine Steinfarm haben wir. Weiß, ob wir eine Säge haben und zwei. Okay, das ist ja schon mal gut. Wo bauen wir jetzt irgendwas hin? Halt, wo machen wir Holzfäller und so weiter? Weiß aber jetzt alles doof. Da ist schon mal. Ich finde das hier alles gerade doof, ne? Müssen wir eigentlich hier bauen. Pass mal auf. Wir müssen den Turm erstmal bauen. Ich möchte hier unsere Sachen machen. Also ich möchte da jetzt einen Turm machen. Sofort ein, sollen wir sofort ein mittleres Haus bauen? Ja, ne? Komm. Gut. Also, meine Idee ist, wir bauen hier den Turm. Wir bauen hier unser Holzfäller hin. Hier in die Ecke, das finde ich eigentlich schon eine ganz gute Idee, wobei das ist natürlich weit rein, ne? Sägewerk bauen wir hier auch schon. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Wir bauen erstmal nur in der Ecke, damit das ein bisschen schneller geht. Das ist das einzige Holz, was wir haben, ne? Ich
Ich baue noch nichts anderes, da wir sonst nachher kein Holz mehr haben. Ich weiß nicht, ob wir hier noch lang gehen sollten, aber da ist ja ein bisschen Platz, ne? Also eigentlich würde ich das schon gerne machen, einfach weil wir da dann noch ein bisschen... Aber warte mal, wie viel Holz? 3 Holz, den mache ich erstmal auf Stopp. Weil sonst haben wir nachher für die kein Holz mehr, ne? Den setze ich auch mal auf Stopp. Zu riskant. Und die haben hier einiges mehr an Soldaten als wir. Da könnten wir mal Mana anbauen. So, das ist schon mal da steht, das ist gut. Sägewerk steht und die Holzverlötte steht. Das ist sehr gut. Das steht jetzt auch gleich. Dann können wir das weiterbauen. Und auch den Turm weiterbauen. Dann kriegen wir erstmal Holz. Nur leider echt wenig, ne? Ist echt wenig Holz, was wir da haben. Das dauert ja jetzt erstmal. Wenn die weg sind, reißen wir das Haus sofort ab. Das brauchen wir noch nicht. Und eigentlich müssen wir da auch noch einen Turm machen, ne? Können wir auch nur hier bauen, müssen wir aber machen. Scouten wir mal hier ein bisschen. Über den Fluss können, ja, wenn wir da bauen können, kommen die anderen auch drüber. Ich dachte gerade schon, kann man da das Gebäude hinstellen, ohne dass uns das stört, aber geht nicht. Ja, wobei, eine Axt haben wir noch, das ist schon mal gut. Ist nicht ganz optimal, aber... Ach guck mal, da sind noch Steine. Das war gut, dass wir es gemacht haben. Ach guck mal, jetzt haben wir alle Steine. Oh, das war nice. Aber ich glaube, Steine haben wir noch genug. Bauen wir noch nicht. Wir müssen erst mal gucken, dass wir jetzt Richtung Minen kommen. Abreißen. Dann gibt das wieder... Wie viel Holz hier wenigstens? Was? 1, 2, 3 Holzbretter immerhin. Das müssen wir eigentlich gleich mal abreißen. Hier ist ein super Standort für eine Fischerhütte. Ja, komm. Ist zwar jetzt ein bisschen Overkill, aber was soll's. Ich hoffe, die greifen nicht so frei. Wir müssen gucken, dass wir hier mehr... Wir brauchen mehr Holz. Definitiv. Da ist auch noch ein Gebirge. Das brauchen wir unbedingt auch noch. Müssen wir gucken, ob wir das hier irgendwie hier zwischen die Verteidigung wäre eigentlich gut, ne? Auf Dauer.
Wenn die hier denn irgendwie so außen rumlaufen oder hier hinter, dann müssen die so außen rumlaufen. Das wäre eigentlich wahrscheinlich sehr nice. Machen wir jetzt noch nicht. Da oben ist Eisen, das ist schon mal gut. Lumin kann man hier aber einige setzen. Hier zwischen hier oder hier unten irgendwie, das wäre glaube ich nice, hier eine Verteidigungsanlage. Durch diese Sümpfe, ne? Schon mal vorspulen. Haben wir gerade irgendwas im Moment? Durch vorspulen. Ist jetzt überall Holz. Naja, das ist unser Problem. Das ganze Holz fehlt. Eigentlich müssen wir hier auch noch ein bauen, aber können wir im Moment nicht machen. Ich spule mal kurz vor. Stehen noch keine Soldaten her, die Gegner. So, wir brauchen auf jeden Fall hier 5 Holz. Wir müssen das auf jeden Fall noch holen. Da ist der andere Geologe. Hier ist dann vielleicht noch mehr Eisen und Gold. So, wir müssen das jetzt erstmal fertig bauen. Sonst haben wir ein Problem. Aufpasst, dann können wir hier schon mal einen Holzfäller mit hinbauen. Ihn macht schon Soldaten. Das machen wir ein bisschen Sorge.
Die anderen stellen zum Glück noch keine Soldaten her. Zum Glück, aber trotzdem ist das ja so ein bisschen. Dass da man da nichts bauen kann, wundert mich jetzt. Gott, ist der groß, der Berg. Ist hier riesig. So, Fisch brauchen wir schon mal nicht mehr in der Kohlemine. Ich hasse das, das hasse ich hier mit den Sachen. Steinmetz sollten wir auf jeden Fall jetzt auch mal bauen. Die Freizeit, Tatsache, wann ist der erste, wann kommt der erste, die erste Angriffswelle, ne? Mal ein bisschen vor, weil wir jetzt im Moment nicht so viel machen können, außer mal kurz abwarten. Wir müssen gleich noch einen zweiten Bäcker bauen, aber erstmal müssen jetzt die Häuser da gebaut werden. Geht mal dahin, vielleicht ist da ja irgendwo Gold. Oh, der ist schon fertig, der Turm. Die Häuser müssten fertig werden. Gelb hat auch schon sehr viele Soldaten jetzt. So. Jetzt beginnen wir auch mal mit, aber wir haben kein Gold, ne? Das ist so ein bisschen unser Problem gerade. Wir haben kein Gold. So. Abreißen. Eisen, das brauchen wir gerade erstmal nicht, da ist noch Kohle. Das ist krass, wie viel Kohle und Eisen wir haben hier.
Also was brauchen wir? Wir müssen auf jeden Fall im Moment noch ein bisschen Brot auch in die Eisenmine mit reinpacken. Einfach damit da, ne, die Kohlemine ist total voll. Damit wir da auch noch ein bisschen was dazu bekommen. Da können wir auch noch eine Kohlemine theoretisch hinsetzen. Hier, ne? Denn oben das Eisen haben. Oh, warte mal, dann machen wir das Canceln nochmal. Wir sollten vielleicht auch noch einen Jäger bauen. Wir haben hier so viel Viehzeug. Ist zwar mehr, ich hasse den Jäger, weil wir den immer mal wieder umstellen müssen. Ah, komm, hier mitten rein. Einer. Wir haben halt zu wenig Soldaten, ne? Wir haben schon 109, die Grünen. Da noch einen Fischer hin. Also, ich weiß halt nicht, wenn ihr jetzt mit. Wir können halt nichts, wir können kein Dings bauen, kein Tempel bauen, das ist die Scheiße. Wir müssen gleich auch hier weiter reinbauen, noch irgendwo. Wir hoffen, dass da irgendwo Gold ist. Nur mal ein Soldat, aber das ist ja viel zu wenig, was gerade passiert. Aber wir müssen jetzt ja irgendwie gleich Beretta ohne Ende haben, ne? Den ganzen Holzfällern, die wir hier haben. Ja, guck mal, wie viele Bretter wir haben. Okay, das mittlere Wohnhaus steht auch, das ist gut. Die Frage ist halt, wie schnell greifen wir? Wir sind bei 49 Minuten. Normalerweise war so 55 Minuten war bei der einen Mission, dass die angegriffen haben. So. Es läuft, also das läuft ja alles soweit. Soll ich jetzt nochmal vorspulen um? Im Moment, wir brauchen im Moment ja. Okay, ach, da ist der zweite. Auch gut. Was wir noch brauchen, ist folgendes. Wir brauchen noch ein Wasserwerk. Wir haben das. Hier, guck mal, da kommt es doch. Ja, das ist alles nicht ganz 100% gut, ne? Beispiel mit dem Bus den so ein bisschen zugebaut, egal. Und noch Schweinezucht und Metzgerei.
Also irgendwo wird ja wohl Gold sein in dem Gebirge. Ich habe jetzt mal eine Minute vorgespult. Im Gold noch keine Spur. Da müssen wir gleich uns mal ein bisschen weiter rantasten. Der Jäger hier ist fertig. Das ist gut. Da jagt er ein bisschen, damit wir ein bisschen Fleisch wenigstens bekommen. So, ein Haus können wir erstmal abreißen. Wobei, ich glaube, wir haben so viele Ressourcen. Ich glaube, das brauchen wir bald gar nicht mehr, ne? Mal ein bisschen Stein. Auch noch zum Jagen. Den Turm bauen oder sollen wir noch? Naja, wir machen den Turm da auf jeden Fall mal. Wie sieht's aus? Wir kommen mit den Soldaten jetzt ein bisschen besser voran, aber das ist natürlich, die haben natürlich immer noch eine Masse gegen unsere Paar, ne? Das darf man hier nicht unterschätzen. Und wie gesagt, wir haben immer noch nur T1-Soldaten, weil wir hier noch nirgendwo Gold gefunden haben. Also irgendwo muss noch Gold wahrscheinlich sein. Und mit T1-Soldaten wird es dann natürlich irgendwann auch schwer. Weil wir haben drei Gegner, ne? Das ist das Problem. Hätten wir nur einen Gegner, würde ich sagen, okay. Aber gegen drei Gegner ist natürlich auch Wahnsinn. Hier ist hier nirgendwo Gold in dem Gebirge. Eine Axt. Also Leute müssten wir genug haben, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir relativ schnell Soldaten haben. Blau hat zum Glück, Blau haben wir schon fast überholt an Soldaten. Das ist schon mal gut. Eine Kohlemine auf. Die Schweinezucht fehlt noch, aber der Metzger ist schon mal am Start. Wir brunnen jetzt gleich auch. Soldaten, grün steigt aber richtig krass, das kriegen wir so schnell nicht. Da war auch noch irgendwo Eisen, meine ich. Wie viele Tiere da sind. Wenn was mit dem ist, ob der gar nichts fängt, keine Ahnung. Das sind doch eigentlich Fische. Ich meine, da wäre nur eine Eisenmine hinter. Ich versuche jetzt mal auf gut Glück. Der ist hier auch fast fertig. Stein brauchen wir irgendwann auch mal wieder neuen, wobei hier war auch zur Not eine Steinmine, ne? Eigentlich wäre nice, wenn wir hier einen großen Turm hätten. Können wir den da eigentlich bauen? Den können wir natürlich jetzt nicht, weil ich alles verhunzt habe. Weil hier hinter das wäre eigentlich, also hier hinter wäre auf jeden Fall schlau.
hat über 100 Soldaten mehr, der Grüne. Also nicht, wie wir das machen sollen. Also das ist Wahnsinn. Das wird jetzt immer noch ein Holz, obwohl wir jetzt so viel Holz herstellen. Also da ist auf jeden Fall kein Gold. Das ist schon mal schlecht. Also den Steinmetz müssen wir gleich woanders hin verfrachten. Wenn ich jetzt wüsste, wo Gold beim nächsten Mal ist, ist es natürlich insofern ein bisschen einfacher, wenn wir die Mission nicht schaffen, weil wir dann wissen, wo wir hin müssen, ne? Also wo wir hin können. Und guck mal, wie viele Soldaten der Grüne herrscht, das ist ja Wahnsinn. Hier der Holzfäller. Wir stellen jetzt auch gut was her, ne? Also ist ja nicht, ne? Aber guck mal, der hat schon 160, jetzt 8 Soldaten, also 108 mehr als wir, ne? Mal gucken, ob wir das aufholen oder nicht. Und das Problem ist ja, die anderen stellen ja, also Gelb stellt ja auch doch gut was her, ne? Der hat ja auch gut Soldaten mehr. Wir müssen auf jeden Fall gleich Häuser bauen und insgesamt weniger von den anderen Sachen, glaube ich. Die Frage ist jetzt, wenn wir jetzt Gold, dann wäre ich jetzt gechillter. Muss ich ehrlich zugeben. Guck mal, 111 Soldaten, der stellt mehr Soldaten her, als wir, obwohl wir hier richtig krass herstellen eigentlich schon. Finde ich jetzt. Der steht, ziehen wir hier rüber. Da ist Level 1 Bogenschützen, okay. Wir müssen mehr Häuser bauen, wir brauchen gleich wieder Mannequins. Das kommt ja auch noch hinzu, wir brauchen die ganze Zeit auch Leute, weil das hier doch jetzt auch schon mittlerweile relativ groß ist an Gebiet. Ich weiß nicht, ob wir die Steinmine mal vorsichtshalber bauen. Einfach, dass wir zur Not Stein haben. Ja, ein Holzbeet hier, das kommt jetzt dann. Das ist natürlich der Abwrack. Und da steht jetzt wenigstens, das ist gut. Da scheinen noch Steine zu sein, das sollten wir uns holen. Also er stellt mehr Soldaten als wir. Wie auch immer das alles gehen mag.
So, die müssen ja entweder von hier kommen oder hier durchgehen. Also eigentlich ist das hier vom Standpunkt her, glaube ich, gut mit der Verteidigung. Wie gesagt, die anderen haben bei 55 Minuten angegriffen, damals bei der einen Kampagne. Ich finde ja wirklich, wir stellen hier gut was her. Also ist ja nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie... Ich finde, wir haben gar nicht so schlecht hier Soldaten hergestellt, aber es reicht halt bei weitem nicht. Warum auch immer. Es reicht bei weitem nicht. So, wir müssten gleich auch Fleisch haben, das heißt... Schiff, mir ist ja eigentlich egal, ne? Brauchen wir eh nicht. Das ist natürlich von den Transportwegen her nicht ganz so leicht. Jetzt bauen wir natürlich da auch noch einen Turm. Ich scoute halt auch, also das, was ich tatsächlich mache, ich zu wenig scouten. Der ist nicht fertig. Oh, der hat keinen Stein. Ah doch, der hat wohl noch Stein. Geht jetzt erstmal dahin. Der soll erstmal das wegmachen, dann soll er danach hier sofort hingehen. So, ich glaube, dass das auch vom Standpunkt her, ne, hier in den Mooren ganz gut ist, da die Verteidigung zu bauen. Genau, ob der Jäger noch was macht. Ich hätte hier gerne noch ein bisschen was dazu. Den sofort abreißen. Ich habe Angst, dass die sonst hier irgendwie was einnehmen und uns das ganze Land wegnehmen. Oh, das ist super viel Mana eigentlich hier. Das Haus ist fast fertig, das ist gut. Die Frage ist, ob wir da noch eine zweite... Hallo Michi Gentaro, na, wie geht's dir? Guten Morgen. Wir müssen jetzt eigentlich langsam, das, ja, da kommt das erste Fleisch, das ist gut. So, Fleisch haben wir, das ist nice und wir haben jetzt hier die Türme. Mir geht's auch soweit gut, ich weiß nur nicht, was uns erwartet. Wir haben hier drei Gegner auf der Map, die wir besiegen müssen, also... Und die stellen so viele Soldaten her, da kommen wir bei weitem nicht dran, guck das mal an. 125 Soldaten hat allein der Grüne mehr und der Gelbe ja auch bald nochmal. Ich weiß nicht, wie wir das stemmen sollen. Ich weiß nicht, wie wir so schnell hier irgendwas produzieren sollen, dass wir das loswerden können. Das ist die dunkle Vollkampagne und das ist die 10. Mission mittlerweile. Hallo, ich möchte den Turm anklicken da. Oh, da ist auch noch, eigentlich müssen wir das auch noch, ach komm. Ich brauche hier mal ganz kurz einen Turm hin. Geht nicht. Das ist scheiße, dann brauche ich ein paar Pioniere. Reicht ein Pionier wahrscheinlich, ne? Ja. Bei welcher Mission bist du denn? Bei welcher? Also wenn du gucken magst. Ich bin relativ gut durchgekommen. Eine Mission musste ich auf leicht machen, die habe ich auf normal, also auf der schweren Stufe nicht geschafft. Die anderen waren eigentlich ganz okay bisher. Waren zwei, drei musste ich zweimal machen. Hä?
War jetzt nicht so ganz schlimm alles. Also ich wollte ein Lager bauen, pass mal auf. Also das ist Mission Nummer 10, da müsstest du ja sehen dann wahrscheinlich, ne? Das ist die, wo wir gegen drei Völker jetzt spielen müssen. Anscheinend. Oh, das ist gut, dass wir hier noch Stein gefunden haben. Wir haben zwar die Steinminenvorsitz aber auch mal gebaut, aber... Okay. Ja, ist auch schwierig, ne? Sind ja auch viele Missionen, das ist auch manchmal schwierig, das alles zu behalten. Nun, die Frage ist, also ich finde, dass ich glaube, wir hatten hier einen recht guten Start. Das Einzige, was ich nicht habe, ist Kohle. Ach, Gold. Das ist mein Problem gerade. Ich habe noch kein Gold, was mir ein bisschen Sorgen macht. Soldaten, wir haben ja schon gut Soldaten hergestellt eigentlich. Grün, ah, guck mal, Grün stuck jetzt so ein bisschen mit Soldaten. Ja, ich spiele auch eigentlich im Moment nur am Wochenende mal. Dann machen wir hier einen Stein frei, damit er sich den auch noch holen kann. Aber er hat super viel Mana, aber der Tempel braucht ja Gold und ich habe nirgendwo Gold gefunden. Hier ist überall für Kohle, also nicht wundern, ich platziere immer schon mal die Kohlemine hin und mache die dann auf Stopp, dass wir die irgendwann nach... Also, dass wir es nachmachen können. Ja, und ich weiß gar nicht, was wir jetzt machen können. Also, ich finde, aber wir brauchen auch, wir haben hier irgendwo einen Fluss weiter, ne? Das ist halt, das ist mega nervig. Ich würde hier gleich, wir müssen irgendwo auch auf jeden Fall gleich noch ein bisschen die Nahrungsproduktion erweitern. Ich habe echt das Gefühl, dass wir eigentlich... Also ich glaube, dass das gut ist, weil wenn die jetzt hier angreifen und durch die Engstelle kommen, dann können die gut abgeschossen werden, ne? Da haben wir drei Türme, wovon die beschossen werden können. Ich glaube, das ist von der Verteidigung gut. Wenn die jetzt natürlich hier oben durchbrechen, das ist nicht ganz so gut. Keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die hoffentlich von da kommen. Sonst hätten wir hier die Verteidigung noch bauen können. Das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen. So, Lager machen wir fertig. Da sollen mal die Spitzhacken rein. Hämmer, Schaufeln, Sensen... Dass wir da mal ein bisschen Platz bei uns bekommen, damit der Schmied weiterarbeitet. Aber ich habe halt kein Gold. Aber halt kein Gold. Das ist so ein bisschen nervig gerade. Was können wir noch machen? Wir können theoretisch noch Kohle so ein bisschen hoch pushen. Also sie arbeiten nicht ganz so gut, ne? Da wäre noch... Warum auch immer die nicht so gut arbeiten. Komm, jetzt haben wir sie auch mal hoch, die Kohleminen. Ja, hast du sonst irgendwie Tipps noch für mich oder... Was ich tatsächlich meistens noch nicht so gut mache, sind die Transportwege. Und ich baue oft zu viel. Das sind so meine Probleme. Auf jeden Fall. Weil wir jetzt hier. Eigentlich, guck mal, wir haben hier drei Sägewerke schon, was ich eigentlich auch für sehr viel erachtet habe. Aber anscheinend ist das noch gar nicht so viel. Weil im Moment haben sie gut. Jetzt habe ich ein bisschen aufgeholt. Was wir brauchen, ist auf jeden Fall auch noch. Mehr Wohnhäuser. Jetzt habe ich vergessen, Wohnhäuser zu bauen. Ich glaube, das kann uns wieder einiges kosten. Ich habe vergessen, nachzubauen. Ich weiß gar nicht mehr, haben wir überhaupt noch Leute zum... Ja, 10 Leute noch. Okay, die stacken so ein bisschen, ne? Guck mal, wir haben nur noch 108 Rückstand auf Grün. Wir waren eben mal bei 118 Rückstand oder so. Wir würden jetzt nicht schnell... Wir müssen das Haus hier auf Prio setzen.
Wir haben keine Leute mehr. Scheiße. Da habe ich gepennt. Und das ist hier natürlich so tödlich, wenn man so ganz weit weg irgendwo wieder was baut. Das ist eigentlich richtig tödlich. Aber wir müssen mal gucken, dass wir hier noch irgendwo lang kommen. Irgendwo muss ja noch ein Gebirge sein oder sonst was. Und hier ist ja auch noch genug, was wir nutzen können. Guck mal, wie viel Eisen hier ist. Das ist ja auch eigentlich relativ nice. Können wir nichts bauen. Super. Vielleicht, wenn wir die Bäume wegmachen, vielleicht geht das dann. Aber noch hat der Gegner auch nach einer Stunde fünf nicht angegriffen, ne? Der Holzfäller hier macht nicht mehr so viel, ne? Und das mal wegmachen. So, der Holzfäller hier macht mittlerweile, was macht der? Ach, da oben, da ist auch nichts mehr. Dann soll er mal hier die Sachen wegmachen. Jäger finde ich immer nervig. Ich weiß, Jäger sind nie so meins. Das ist ja, haben wir schön, dass wir die Jagdhütte haben. Der macht wieder mal gar nichts. Den muss man wieder umsetzen. Dann haut er wieder drei Fleisch da rein. Aber das ist ja was für ein hohen Zahn. Oh, ach so, doch, die Steinmine, die wollte ich ja bauen. Stimmt ja. Damit wir auf jeden Fall genug Steine immer auch auf Lager haben. Jetzt baut er, warum baut er jetzt das hier? Das habe ich auf Prio. Ja, egal. Okay, grün und die sind 206,7, die haben aber immer noch doppelt so viele Soldaten wie wir, aber nur noch 102 und 103 Soldaten. Ne, jetzt habe ich nicht berechnet. 109 und 108 Soldaten mehr. Weil wir haben fast keine Siedler mehr. Also ne, Bauarbeiter habe ich jetzt gut mal ein paar hergestellt, einfach weil wir hier mittlerweile auch viele Wege haben, dass hoffentlich die Bauarbeiter sich gut absprechen können. Und wir brauchen jetzt unbedingt mehr Häuser. Oh, guck mal, wie viele Waffen da liegen. 5 Bögen. Ja, wir brauchen unbedingt mehr Leute. Was? Da kommt grün. Die kommen natürlich von da, das ist natürlich jetzt von unserer Verteidigung nicht das, was ich wollte. Aber das sind nicht so viele. Also nur die Grünen hier würden wir wahrscheinlich jetzt schaffen. Hoffe ich jetzt mal. Die Frage ist, was mit den anderen dann kommt. Was mit den anderen ist, ob die jetzt sofort mit angreifen. Das sind zum Teil starke Soldaten, aber wir haben hier die drei Türme, ne? Das sind nicht viele von Grün. Aber Grün stellt wieder Soldaten her. Es fällt einiges von uns, weil das die T3er Soldaten hier sind, meine ich. So, ein Haus ist jetzt gleich fertig. Ja, nicht ganz. Eieiei. So. Wir müssen gucken, wir müssen jetzt auf jeden Fall gucken. Oh, guck mal, da ist Holz. Uns fehlt es an Leuten einfach. Wir transportieren irgendeinen Scheiß, aber nicht das, was wir sollen. Das ist gerade unser größtes Problem, glaube ich. Eigentlich bräuchten wir da auch noch ein Lazarett hin. Können die jetzt mal transportieren? Wir brauchen definitiv mehr Träger. Das reicht, die 45 reichen. Ja, die reichen bei weitem nicht mehr. Ey. Also eventuell kann uns das den Sieg kosten, dass wir jetzt diese Probleme haben, weil wir haben hier Waffen. Guckt euch das mal an. Da sind 8 Waffen, die machen ja alle nichts mehr.
Da sind 8 Waffen, hier sind 8 Waffen. Wir haben genug Waffen, wir haben nur keine Leute mehr. Ich mach mal einmal 9. So, okay, das Haus ist jetzt fertig. Wir müssen sofort die nächsten Häuser bauen jetzt. Einen Soldaten gehen wir mal hoch. Und dann müssen wir jetzt hier mal richtig rangehen und Häuser bauen. Wir brauchen fucking scheiß viele Leute. So, das Haus ist auch fertig, das ist gut. Wir haben nicht mal ansatzweise genug Leute gerade. So, Grün hat aber mehr verloren als wir. Das ist gut. Der hat 25 verloren, wir 13. Also wir haben fast doppelt so viel gekillt von ihm. Und wenn wir jetzt mal ein paar Leute haben, die jetzt Soldaten werden, das wäre sehr nice. Ja, wenn die stehen, wir müssen... Im Moment können wir erstmal auch keine Nahrung weiter ausbauen. Das wollte ich ja noch... Nun, wir knicken. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir hier die Träger auf die Reihe bekommen. Sonst haben wir gleich ein richtiges Problem. Wir brauchen Soldaten gleich, weil wenn die gleich mit 2, 3 Leuten angreifen, sind wir am Arsch. Jetzt stellen wir mal langsam wieder Soldaten her, die ersten. Immer schön. Aber das ist ja gerade für auch wieder das, die paar Leute sind für den hohen Zahn, die wir da haben. Wir haben ja hier, guckt euch das mal an, hier liegen noch 6 Holz. Da liegen 8 Holz sogar. Also wir haben noch ein bisschen Holz und alles. Der ist okay, das reißen wir jetzt ab sofort wieder. Wir müssen 5-6 Minuten durchhalten noch. Also wenn wir noch 5-6 Minuten durchhalten, habe ich erstmal ein gutes Gefühl. Weil wir dann hoffentlich genug Leute haben, um mehr zu machen. Oh, das ist natürlich hier auch. Da den Turm bauen wir da hinten noch. Oh, guck mal, was ist da denn alles? Sieht so aus, als wäre da irgendwas, als könnte man da irgendwas noch finden. Doch, dann können wir natürlich auch nur hier einen Turm bauen. Das ist mega scheiße. Dachte ich, die kommen von hier, aber anscheinend nicht. Tja, Fail mit den Türmen, dann hätten wir die doch hier bauen sollen. Klugerweise. Aber bei uns kommen jetzt Soldaten hinzu und bei die stacken. Die haben anscheinend keine Leute mehr oder sonst was. Das stackt gerade, das ist gut für uns. Wenn die stehen, bauen wir nochmal Nahrungsproduktion durch, dann kommen hier nochmal... Ja, wir bauen hier nochmal einen Holzfäller hin, der hier ein bisschen was abholzt. Ich dachte gerade, da wäre ein Gegner, aber das war kein Gegner. Oder? Nee. Ich weiß nicht, ob hier oben noch was ist. Eigentlich sollte ich mal... Ich möchte nicht scouten gehen und Soldaten verlieren. Oh, guck mal jetzt, ne? Das ist jetzt hier der Welle, wo jetzt wieder Leute zur Verfügung da sind, die jetzt die Waffen weggetragen haben. Aber ihr seht, da sind immer noch 7 Waffen hier. Da sind auch noch 3 Waffen, also das sind ja schon mal 10 Waffen. Da sind auch noch mal 6 Waffen, also wir haben genug, wir haben hier genug Eisen. Wir haben zu wenig Brot oder was, keine Ahnung, was die für ein Problem haben. Guck mal, die Mine hier ist nice. Die ist nice, richtig nice. Wir warten jetzt, bis
Das erste Haus steht, das ist gut. Bis die noch stehen und dann bauen wir weiter noch ein paar Bauernhöfe und versuchen mal ein bisschen Nahrungsproduktion hoch zu pushen. Eigentlich möchte ich hier auch noch. Ich glaube, dass das Ende da ist. Wir bauen hier mal einen Turm noch hin. Einfach weil wir es können. Um ein Soldat kann da mal hochgehen. Nun, guck mal, wir stehen jetzt, aber wir haben halt nur T1-Soldaten. Ne? Das ist unser Problem. Wir haben nur die T1-Soldaten. Irgendwo müssen wir nach Gold. Müssten wir Gold finden. Das ist auch überall Kohle, ne? Aber die Mission finde ich bisher nicht. Also bisher ist die nicht so schwer. Im Moment sieht es auf jeden Fall hier relativ gut aus, dadurch, dass die. Ne, jetzt sind wir noch keine 100 Soldaten mehr hinter denen. Wir haben hier echt eine gute Holzwirtschaft aufgebaut. Das Einzige, was uns halt fehlt, sind Leute. Dann machen wir halt noch was. Machen wir noch eine Axt auch noch. Mal zwei hin. Achso, ich glaube, das hätten wir uns sparen können, ne? Oh, ein Spann, da ist ja nichts mehr. Guck nochmal. Da ist gar nichts mehr. Ist ja auch nice. Ja, hier wäre noch für, da können wir auch den Dings. Wir haben doch hier irgendwo den. So, dann hol dir hier nochmal die Steine einfach vorsichtshalber. Dann haben wir die schon mal. Da könnten auch noch Steinmetze dann irgendwann hin. Wir haben die Mine noch. Alles gut erstmal. Das ist auch fertig, das Gebäude. Wir lassen die auch erstmal stehen, damit wir mehr Kampfkraft haben. Ne? Das ist gerade bei 66%, ist noch sehr gering, die Kampfkraft. Weil wir keine Zielobjekte haben. So, jetzt Soldaten, guckt euch das mal. Das geht jetzt hier richtig durch die Decke gerade. Aber wir hätten ja auch so, Waffen einlagern können, ich hab noch ein paar mehr gehabt. Na egal. So. Wir bauen direkt hier nochmal zwei große Häuser mit. Wir brauchen echt noch Leute. Guck mal, hier geht es auch noch weiter. Steinmetz. So, dann haben wir den Turm auch noch. Eigentlich wäre auch hier nice. Hier hätten wir jetzt auch eine Verteidigungslinie. Wäre richtig nice. Wenn die hier über den Berg gekommen oder hier, dann werden die hier durch die Engstelle. Aber das wäre eigentlich auch eine richtig nice Verteidigungslinie. Ach, guck mal, das ist blau. Blau hat halt gar nichts hergestellt. Ne? Das ist halt nur, keine Ahnung, was das ist. Der macht gar nichts. Das ist schon mal gut. Dann lassen wir ihn da erstmal. Die sind alle fertig, die Häuser. Ich möchte jetzt eigentlich noch mal gerne. Achso, hier ist nur ein Holzfäller, der macht nichts mehr wahrscheinlich, ne? Doch da. Die Getreidefarm kann man ja enger bauen, als ich immer denke. Machen wir noch vorsichtshalber ein Wasserwerk hier hin, dann müssten wir erstmal genug haben. So, eigentlich dürfte uns jetzt hier nichts mehr passieren, ne? Also ich wüsste gerade nicht. Die stellen im Moment keine Soldaten her, wir schon. Außer, dass die halt hier drei Soldaten haben und wir nicht. Das heißt, wir können uns aber hier uns jetzt ganz gechillt aufbauen eigentlich. Und dann müsste das doch eigentlich in Ordnung sein, ne? Kohle fehlt so ein bisschen, also anscheinend haben wir im Moment zu wenig Brot. Das kommt dann aber bald noch, hoffentlich. Tja. Ach, guck mal, da ist Gold.
Da ist Gold. Ja, pass mal auf, was wir jetzt machen werden ist. Oh, warte mal kurz, können wir das abreißen? Können wir jetzt keinen großen Tempel hier hinten bauen? Scheiße ist das denn? Ich hätte hier gerne einen großen Tempel gebaut. Na egal. Komm hier, großer Tempel. Und dann... So, dann machen wir nämlich gleich übers Geschenk, hauen wir Mana ohne Ende raus. Ich mache mal schnell. Eigentlich dürfte die, also ich glaube nicht, dass die angreifen. Ne? Und wenn, jetzt stacken wir auch so ein bisschen gerade, warum auch immer. Wir dürfen nur keine T3-Soldaten herstellen, dann ist alles gut erstmal. Speichern nochmal so Daten. Greift halt nicht an, ne? Ich glaube, dass das auch die Idee war, dass wir praktisch hier das Gold finden, um dann weiterzumachen oder wie auch immer. Hätte man sich natürlich früher holen können, dann wäre das Ganze ein bisschen einfacher gewesen. Stellen gar keine Soldaten mehr. Warum? Kohle ist so ein bisschen mau, ne? Warum ist die Kohle denn mau? Was ist denn hier los? Irgendwas ist doch hier. Wir kriegen einfach kein, nicht genug Weizen anscheinend. Es geht hier einmal rum, okay. Okay, ist aber jetzt komisch, dass das hier alles ist, duckt. Gut, jetzt haben wir aber die großen Gebäude hier fertig. 70% Kampfkraft ist nicht viel, aber wir haben jetzt, müssen ja Leute ohne Ende jetzt hier langsam haben. Und die machen jetzt hier mehr Weizen, dann haben wir hoffentlich auch gleich nicht mehr das riesen Brotproblem. Der Imker fängt an, der erste. Die Honigmünzerei, wo stellen wir die denn hin? Stellen wir mal hier hin, ne? Also es passiert jetzt auch nichts, ne? Also irgendwie habe ich das... Doch, oh doch, da. Ja gut, da kommt Gelb mit. 8 Soldaten. Oh, Gelb stellt nochmal Soldaten her jetzt. Das ist auch nochmal wichtig zu sehen. Aber wenn die angreifen, dann ist ja gar nichts. So. Also das ist ja... Ah! Da kommen noch ein paar. Das ist nicht viel, das kriegen wir auf jeden Fall gestemmt. Jetzt können wir nämlich Folgendes auch machen. Wir haben auch 3 Rüstungen, wo, warum auch immer. Ich hasse das mit den Hauptmännern. Ich weiß gar nicht, ob die... Ich weiß nicht, habe ich noch nie so wirklich hergestellt.
Das sind ja nur ein paar Soldaten, das ist ja für einen sehr gar nichts. Sollen wir mal angreifen? Guck mal, da kommt ein T3-Soldat schon. Jetzt müssen nämlich gleich das Brot auch wieder kommen und dann müssen wir wieder Soldaten herstellen können. Aber Gelb hat trotzdem, ne? 232 Soldaten, aber das ist... Wir haben gut aufgeholt hier. Die Türme sind leider nicht. Ich dachte tatsächlich, die kämen von da oben. Ich habe mir die Map nicht gut genug angeguckt. War natürlich jetzt nicht das, was eigentlich sein sollte. So, was wir noch bauen können, ist ein Lazarett eigentlich. Die Frage ist, brauchen wir ein Lazarett? Die Frage ist tatsächlich, brauchen, ja, wobei wir haben jetzt hier viele verletzte Soldaten, ne? Schadet ja nicht. Okay, ist da noch irgendwas? Also die Frage ist halt, haben wir wirklich Gold oder haben wir, also haben wir wirklich kein Gold, wie ich das bald vermute, dass wir wirklich nur übers Geschenk gehen können oder... Waffen, Holz... Ach, guck mal, das... Ach! Ach, ist die Mann, da ist doch... Das wird es dann wahrscheinlich sein. Haben wir noch irgendwo hier einen Geologen? Komm her. Oh, guck mal, da ist noch ein Riesengebirge. Natürlich am Arsch der Welt. Aber uns kann ja jetzt eigentlich nicht mehr groß was passieren. Wenn ich das so sehe. Ne? Also eigentlich dürfte uns hier nichts mehr passieren. Honigwinzerei haben wir. Wir haben hier Wasser, haben wir zum Glück jetzt wahrscheinlich zum Erbersten halt nicht, aber doch ein bisschen was. Den Holzfäller brauchen wir nicht mehr. So, haben wir noch irgendwo einen Geologen? Ach, guck mal, Leute haben wir im Moment auch. Dann machen wir nochmal 5 Geologen. Ja, und was können wir sonst noch bauen? Wir müssen da hinten eigentlich nur was bauen, ne? Woanders. Hier auch noch einen Holzfäller bauen, dass wir hier mal ein bisschen was wegreißen noch. Da ist nichts mehr. Brauchen wir nicht weiter hingehen. Uns hier ein Steinmetz noch, das ist alles gut. Ja, dann können wir auch nichts mehr. Also die Mission haben wir gewonnen. Ist jetzt nur noch Zeit wegspielen. Oh, die Anfangssteine sind immer noch da. So wenig Steine brauchen die. Das ist echt krass. Siehst du das Gold? Das war mir jetzt fast klar. Da schon mal einen Durchgang geschaffen. Goldmine, eine Goldschmelze bauen wir hier sofort hin. So, wo bauen wir es denn mal hin? Hier. So, ja, und dann haben wir blau, haben wir noch als Puffer gerade und wir warten jetzt so, dass wir ein bisschen mehr Soldaten hier hinbekommen. Müssen ja gleich auch das erste Mana dann produziert haben.
zweiten kleinen Tempel. Das ist doch gut, dann haben wir doch alles und dann ist doch wunderbar. Man scheint doch gut zu laufen. Nur noch eine dritte, wir machen noch eine. Was soll der Geiz? Und jetzt haben wir genug Gold. Das heißt, also die Mission besteht nur darin, dass wir uns erstmal verteilen, dass wir relativ schnell gucken, dass wir eine große Baumwirtschaft aufbauen, dass wir Soldaten produzieren, um uns zu verteidigen. Das ist eigentlich das, was wir machen sollen. Und danach ist das hier lachhaft, weil, ne, ihr seht, jetzt läuft hier ganz gut schon alles. Und wir können ja noch viel, viel mehr. Guck mal, wie viel Eisen wir haben. Jetzt fehlt es gerade nur ein bisschen noch an Kohle. Das sollte aber jetzt gleich fertig sein. Wir können jetzt wahrscheinlich auch noch eine Mühle bauen und noch Bäckereien. Dann haben wir 4 Bäckereien. Das sollte jetzt noch genügen. Vielleicht haben wir hier oben gleich noch irgendwo ein bisschen Kohle. So, was ich noch machen wollte, ich wollte ja die Geologen suchen. So, und dann kann er auch gar nichts mehr machen hier, der Gegner. Wir haben den Priester jetzt hier auch mit göttlicher Macht. Der anscheinend Eisen herstellt, aber im Moment uns bisher noch kein Gold geschickt hat. Bisschen doof finde. Die Frage, ob wir jetzt die Minen hier langsam auch nochmal hochziehen oder nicht. Da ist auch ganz viel Platz eigentlich. Jetzt brauchen wir gerade wieder sehr viel, ne? Ich mache mal einmal Spur einmal vor. Passiert ja jetzt eh nichts mehr, glaube ich. Eine Angel fehlt noch. Oh. Ach, wir hätten noch ein paar Angeln auf Lager. Oh, da geht es noch weiter. Angeln kriegen wir aber hin. Der hat ja noch genug hier. Soll er mal, keine Ahnung, 1, 2, 3 Angeln machen. Wo die ganzen, da kommen die ganzen Geologis. So, Mana müssen wir jetzt gleich dann auch mal ein bisschen mehr noch haben. Die fangen ja an, alles auszulegen. Das wird noch gebaut. Wir sollten auch vielleicht gleich nochmal ein Wohnhaus hier bauen, großes. Sofort 2, oder? Oh, das ist auch noch nicht gebaut. Ja, jetzt brauche ich doch ein bisschen mehr, aber das ist fertig gebaut. Der Tempel ist auch schon gleich fertig. Die Imkereien hier sind fertig, das ist doch schon mal gut. Guck mal, da ist auch noch Stein. Holen wir uns den Stein da auch noch, oder? Mal hier. Was wir dann aber noch machen, haben wir hier irgendwo einen Fluss noch? Nee, ne? Das ist natürlich scheiße, dass wir keinen Fluss haben. Den hätte ich gerne noch. Und da ist auch noch, wie viele. Ja. Wie viele Minenbergwerke hier überall sind, ne?
Achso, da war die Wüste, wenn ich mich recht entsinne. Ja, Werkzeuge, Spitzhacken. Okay, ja. Keine Ahnung, da können wir auch noch eine Kohlemine hinbauen. Einfach machen wir es einfach mal, komm. Da haben wir mehr als genug. Spawnraum mehr als genug. Wie sieht das aus? Soldaten mit. Oh, grün liegt nach. Aber die haben nicht mehr. Das ist irgendwann sind die so ein bisschen. Die NPCs so ein bisschen, dass sie aufhören, was her, also dauerhaft Soldaten herzustellen. Ich weiß, ob die denn irgendwas an Mangel haben, wahrscheinlich Siedlermangel. Wir jetzt auch, okay. Wir haben noch 30 freie Siedler, aber das wird Zeit, dass die Häuser hier kommen. Oder ist noch ein Gebirge? Also wir können ja eine Riesenarmee theoretisch bauen. Ist richtig krass. Ich sprühe mal vor. Oh, da ist auch noch... Och, weiß wie viel Gold hier ist. Richtig hardcore wird das. Aber diese... Die... Ja, also wir haben im Moment zu wenig Holz. Was wir jetzt noch machen können, was wir auch nochmal machen werden. Einfach mal so mitten in die Mitte rein. Wobei das eigentlich gar nicht so schlau ist, glaube ich. Egal. Guck mal, wie viel Honig da ist. Krass. So, hier machen wir mal ein paar Sägen. Ja, okay, mit dem Gold können wir dann alles machen. So, die funktionieren auf jeden Fall auch besser. Guckt euch das mal, wie viel. Ach du Scheiße. Weil der komplett voll ist. Wir haben einfach. Haben wir wieder zu wenig Leute, die das alles wegtragen. Krass. Zuvor machen wir das auch mal so. Ich habe ja die ganzen Dings noch gebaut, ne? Die ganzen. Ah. Ich habe die ganzen Getreidefarmen hier gebaut. Da können wir nicht bauen, das ist aber jetzt auch egal, komm. Weil irgendwann bauen, wenn die Steine weg sind vielleicht. Was? Oh! Vorhin nicht gesehen, dass die hier angreifen. Oh mein Gott. Das habe ich nicht gesehen. Das war jetzt aber nicht cool. Und da fällt viel von uns. Da haben wir mehr verloren als besiegt, glaube ich. Aber das haben wir auch... Da war ich gerade, dadurch, dass ich einfach vorgespult habe und nicht geguckt habe... Was? Achso,
Was haben wir großes Lazarett hier bitte? Da haben wir jetzt gut verloren. Wie man sieht, haben wir deutlich mehr verloren als der Gegner. Aber gut, was soll's. Wir müssen noch ein bisschen, wenn das... Die erste Goldschmelze steht jetzt hier. Also noch haben wir, ne, eben habe ich so groß getönt und es kann hier nichts passieren, aber man sieht, so jetzt kommen hier neue Leute. Wir haben zu wenig ein, also viel zu wenig neue, viel zu wenig Leute hier. So ein Sägewerk steht da noch, das ist schon mal gut. Ist schon mal gut, dass wir jetzt da noch was haben, aber wir brauchen auch echt noch hier Leute, ne? Wir brauchen echt Leute. So, jetzt haben wir aber hier wieder ein bisschen was zugekommen. Der hat uns auch noch nichts Gutes gebracht hier, ne? Also das... Der Sense fehlt uns auch noch. Dann stellen wir ein paar Sense nochmal her. Ne, wir sehen gerade, hier haben wir dann auf einmal doch deutlich mehr verloren als grün. Das ist deutlich, deutlich hochgegangen. Und eigentlich müssen wir gleich die Kampfkraft hochpushen. Ne? 82% reichen, wir müssen eigentlich über 100% auf jeden Fall kommen. Und da mittlerweile was bauen. Ne. Der schon den Berg wegschmelzt, dann können. So, und da kommt Gelb jetzt wieder. Also, ne, die greifen jetzt, die, ne, bemühen sich jetzt ein bisschen mehr langsam. Und wir stellen zwar Soldaten her, aber vorrangig jetzt T1-Soldaten. Wenn jetzt alle nach und nach angreifen, ich meine, wir haben hier genug Gold, wenn das nicht transportiert wird, haben wir halt echt auch ein Problem. So, und da ist eine, oh, ich dachte, käme der nächste. Wenn jetzt hier weiter, ich meine, blau ist kein Thema, ne? Aber die anderen beiden, wenn die jetzt hier mit der riesen Kampfkraft auftrumpfen, ich möchte so ein bisschen mit hier in die Türme hauen. Dann ist das schon gar nicht mehr so an, so angenehm. Wir sehen, hier ist alles voll mit den, ne, also das ist alles voll hier, die stehen voll. Nur es wird nichts transportiert. Die nutzen ihr ganzes Mana. Also es fällt doch einiges von uns, aber auch von... Also dafür, dass die so viel Mana benutzt haben, fällt von denen relativ viel. Ich weiß nicht, bei wem mehr fällt, ob bei denen oder von uns. Kann ich jetzt gerade gar nicht sagen. So, da kommt Grün wieder.
glaube, da ist von denen mehr gefallen jetzt. So, wenn die jetzt weiter so die ganze Zeit angreifen, dann haben wir ein Problem, wenn wir nicht bald mal hier das Gold transportieren. Und die T3-Soldaten haben, ist alles okay, aber wenn das nicht passiert... Es war schon gut, dass wir das Lazarett gebaut haben. Ah, ich glaube, wir haben ein bisschen mehr von Gelb zerstört als umgekehrt, was schon mal gut ist. Das ist natürlich jetzt unnötig. Ja, jetzt kommt Gelb erstmal nicht. Wir müssen mal gucken. Also eigentlich das Gold muss abtransportiert. Das ist das. Wir brauchen das Gold gleich hier, damit wir bessere Soldaten herstellen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Manpower. Die Kämpfe finden wir auch nicht optimal. Also da hätten wir auch besser wahrscheinlich kämpfen können. Aber, ja, wobei jetzt ist, ja, jetzt sind hier natürlich beide Sachen zugekommen. Den da. Was ist mit dem kaputt? Wenn wir gleich keine Baustellen mehr haben, ne, dann haben wir auch weniger, was an Material jetzt hinterher gedingst werden muss. Vielleicht hinterher getragen werden muss. Vielleicht wird es dann ein bisschen einfacher. So, die machen jetzt auf jeden Fall stellen wieder Mana her. Also ein bisschen was passiert jetzt wieder mehr. Und wenn wir jetzt gleich die Holzfäller, Holz ist ja jetzt zum Teil ein bisschen, wir müssen gucken, dass die Träger auf jeden Fall hochgepusht werden. Und was wir jetzt nochmal machen ist, mit dem mal scouten, ob hier irgendwie ein Fluss ist, das wäre nice für hier oben. Dass wir das Wasser weniger tragen müssten. Ja, jetzt sehen wir noch mal, also wir haben schon gut was verloren, ne? Eine Axt fehlt da noch, aber wir können auch den jetzt gleich hier, wobei noch arbeitet der. Ach, wobei, komm, weg damit. Soll der woanders hingehen? Okay. Kohle haben wir im Moment hier auch genug, Eisen haben wir genug. Das heißt, wir machen mal Folgendes. Noch eine Axt. Stell noch eine Axt her einfach. Da ist ein Weg, aber bringt uns der was oder ist das nur... Dann bringt uns gar nichts, ne? Ne. Ja, da können wir was bauen, dann kämen wir hier rum. Oh, da ist noch ein Gebirge. Was? Dann ist noch mal Gold. So, jetzt ist hier ein bisschen Gold, liegt hier zwischendurch anscheinend. Der ist auch fertig, das Haus ist fertig. Wir brauchen immer noch... Das ist so krass, ne? Die Baumstämme wir brauchen.
Ich sag immer, ich möchte nichts mehr bauen und dann baue ich doch wieder 10 Sachen, ne? Aber gut. Und die sind jetzt gleich fertig, das ist gut. Die Häuser hier gehen langsam fertig. Und Soldaten kommen hier auch an jetzt wieder. Also jetzt kommen hier Soldaten hin. Oben ist noch Kohle, ist auch gar nicht so schlecht. Aber wir haben Kohle, haben wir hier noch. Funktioniert hier noch alles gut. Und hier die ganzen Sachen sind ja auch noch nicht gebraucht worden. Ah, guck mal, da, oh, da ist Gold. Das, aber bei Gold haben wir jetzt auch eigentlich genug, ne? Ist zum Transportieren näher. Wir warten noch mal kurz, bis die fertig sind hier, die Häuser. Und dann müssen wir die nächsten Häuser bauen, auf jeden Fall. Und eigentlich müssen wir auch Zierobjekte bauen. Das müsste man mal machen jetzt. Gold und Kohle, Tatsache. Ist halt die Frage, ob wir noch hinwollen oder müssen. Eigentlich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Also eigentlich müsste das reichen. Und eigentlich müsste jetzt auch die Mana-Produktion gleich mal richtig losgehen. Guck mal, die haben ja auch noch genug vor. Ach, die sind wieder voll. Und wenn wir jetzt mal gucken, doch, wir holen gut auf an Soldaten, dann sollen sie mal kommen. Ich möchte Blau noch nicht angreifen. Dafür müssten wir gleich erstmal ein paar Zierobjekte auch bauen. Aber erstmal sollen wir das mal hier alles zusammenbauen, zusammen boostern und. Gut, die sind jetzt fertig, die Häuser. So, die nächsten drei. Wir brauchen definitiv mehr Manpower noch. So ein Hammer brauchen wir auch noch ein oder zwei. Dann machen wir Nummer 5. Wobei, guckt euch das mal, wie viel. Eigentlich haben wir das Problem, ist einfach, wir haben noch zu wenig Leute. Das ist das Problem. Wenn wir das alles gebaut haben jetzt, dann ist ja gut. Getreide müssen wir auch haben. Wir könnten auch noch eigentlich Folgendes machen. Jetzt, ich wollte weniger bauen, ne? Ist jetzt mega scheiße, was hier richtig weit weg ist. Und dann haben wir da auch genug Fleisch immer. Uns passiert ja nichts, ne? Also eigentlich sollte uns nichts passieren, weil wir jetzt, die stellen fast keine Soldaten mehr her, wir schon, und wir haben zur Not, wir haben ja genug Soldaten hier, also genug Sachen. Waffen und so weiter. Nur keine Manpower. Wir müssen mal warten, wenn jetzt alle Sachen hier, wenn jetzt die ganze Produktion steht, ne? Also wenn wir jetzt weniger Holz und so weiter hin und her pflanzen müssen, dann bleiben ja auch wieder, haben wir auch wieder mehr Siedler, die nichts zu tun haben. Ne? Dann mal gucken, ob das schneller geht. Guck mal, die Gebäude stehen ja schon halb. So, die können uns hier ruhig auch nochmal angreifen. Theoretischer Grund stellt noch mehr Soldaten her. So, da muss, ne, wenn das Gold jetzt hier überall hin. Also irgendwann sind die Träger ja auch, die sind ja dann fertig, mehr oder weniger. Oder müssen nur für die Häuser was herstellen und dann müsste es ja eigentlich auch einfacher gehen. Soldaten. Da ist mal einer. Was? Warum ist es denn einer Soldat? Der hat doch hier zwei. Warum? Hä? Das verstehe ich zum Beispiel nicht. Der kostet wie viel Gold? 2, oder? Komisch. Warum nimmt er denn nicht das Gold mit? Fuck.
Achso, ich wollte ja eigentlich, habe ich gehofft, dass hier irgendwo noch ein See ist, aber hier, also ein Fluss ist, aber hier ist kein Fluss für Wasser. Die Leute sind jetzt fast alle da. Haben wir zwar weniger für Soldaten, aber bringen uns ja nichts. Wir brauchen ja. Brauchen das ja alles. Den reißen wir ab. Das Gefühl, wir haben immer noch zu wenig Bauarbeiter, aber das sollte sich ja gleich erledigen. Wir brauchen bald gar nichts mehr bauen. Also was sollen wir noch bauen? Höchstens noch eine zweite Kaserne wäre vielleicht angebracht. Aber mehr auch nicht, ne? Okay. So, dann müssten wir gleich noch Zielobjekte bauen. Und mehr haben wir eigentlich nicht, oder? Der Kampfkraft 91%, wir brauchen gleich mal ein paar Zielobjekte und dann ist doch gut. So, die Schmelzen stehen langsam, schon mal die zwei. Wir bauen weiter Häuser. Machen hier den Weg frei. Mal hier oben, der macht den Weg frei, das ist ja auch schon mal gut. Und die stellen gar nicht mehr so, also wir haben fast so viele Soldaten wie Grün und dadurch, dass wir jetzt auch T3 Soldaten hier haben, sollte das ganz cool hier ausgehen. Dann bauen wir nur noch überall Häuser. Ich mache nochmal einmal, spule ich nochmal vor, einfach weil es sonst auch zu lang dauert und es passiert hier gerade nichts Spannendes, weil wir einfach nur abwarten, dass die Siedlung hier weiter erblüht. So, die stehen nämlich alle jetzt. Guck mal, der ist schon fertig. Der Metzger. Ach ne, der wird noch gebaut, der Metzger. Soldatenmäßig sind wir fast auf dem Level von Gelb. So, der kann mit seinem noch was Geschenke zaubern. Noch mehr Waffen und Spitzhacken. Und die stehen hier alle noch voll. Warum haben die eigentlich Pech? Wobei ist eigentlich egal, ne? Eigentlich sollen die gar keinen Fisch bekommen. Brauchen die ja gar nicht. Waffenschmieden stehen alle. Könnt ihr jetzt noch eine zweite Kaserne bauen? Das ist noch was, was wir hier machen können. Dann müssen wir gleich eigentlich noch Zielobjekte bauen, ne? So, passiert ja nicht mehr viel. Das ist alles fertig gebaut. Das ist, da fehlen noch zwei Holz. Das ist auch fertig gebaut. Wasser haben wir genug. Die haben, guck mal, die haben ja auch alles voll stehen. Ja, im Prinzip müsste das Spiel jetzt over sein. Oh, guck mal, die stellen aber immer noch gut Soldaten her. Das ist echt verblüffend. Mana läuft jetzt bei uns auch. Aber auch das passiert ja sonst nichts mehr. Außer, dass wir keine Leute haben wieder. Also wir müssen echt gucken, dass wir Träger ranbekommen. Wir müssen eigentlich schon weit über den mit den Soldaten sein, so viel Waffen wie wir hier haben und so viel Gold. Ne? Also auch das, wir haben hier überall 8 Gold. Keine Bäume mehr, ist okay.
Also das kriege ich irgendwann im Spiel, das habe ich schon öfter gehabt, dass ich das nicht mehr gut hinbekomme, dass wir, ich weiß nicht, wie viele Träger wir haben und trotzdem klappt das nicht, dass wir das hier gut hinbekommen. Dass die ganze Zeit, also ne, die Produktion stackt richtig krass. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir eigentlich hier brauchen, damit das gut funktioniert. Ich versuche schon nicht, keine Ahnung, wo überall zu bauen, sondern das wirklich ein bisschen zu bündeln. Aber es funktioniert einfach nicht. Ich baue noch keine Zielobjekte, weil auch das, eigentlich müssten wir die bauen, damit die Kampfkraft jetzt hochsteigt. Also ist jetzt bei 98%, ist schon okay, aber trotzdem. Und was man sieht, die sind hier wieder, die sind ja alle noch relativ voll. Komplett voll. Die Minen sind voll. Die Waffenschmieden sind voll, ne? Also... Und die Goldschmelzen sind voll. Da ist ja alles voll. Aber warte mal, ist das hier eigentlich richtig oder sollten wir das... Nee. Nee. Machen wir mal hier in das Lager. Machen wir dahin, sorry. Nun, wir sehen, wir produzieren, aber wir schaffen es nicht mehr zu produzieren als der Gegner. Obwohl wir eigentlich so viel mehr... Leute hier haben sollten. So 300 Träger. Ich meine, die bewegen sich ja auch. Ne, hier stehen immer noch ein paar Leute rum. Warum auch immer die da rumstehen. Eigentlich dürfte sich hier keiner mehr rumstehen jetzt. Es ist die Frage, ob wir jetzt alle Soldaten herstellen oder ob wir noch T3 Soldaten herstellen. Aber ich glaube, so viel Gold kriegen wir niemals. Eigentlich kriegen wir so viel Gold produziert, ne? Jetzt wollte ich aber wieder Sachen, was kostet ja wieder Ressourcen. Das ist total krank, ne? Weil eigentlich will ich ja mal, dass wir weniger schleppen. Aber es geht ja nicht, es wird ja nicht besser. Ach, wir hätten auch mehr Bogenschützen als Schwertkämpfer herstellen können. Naja, ist egal. Jetzt brauchen wir gleich eh. So. Wir haben mittlerweile fast so viele Soldaten wie die. Immer nicht ganz so viele Soldaten. Aber wir haben jetzt natürlich auch viele T3-Soldaten dabei. Das ist ja immer die Frage, wie viele T3-Soldaten hat man. Die, normalerweise haben wir mehr als der Gegner. Das Lager ist fertiggestellt. Das ist gut. Dann kommt hier mal das Gold rein. So, wir haben jetzt noch drei Leute wieder. Also. So, 8 Holz brauchen wir. Haben wir aber alles. Wir haben ja das Holz. Wir haben nur keine Leute, die ertragen. Ich weiß echt nicht, wie wir das machen sollen. Ich will jetzt noch nicht angreifen, weil wir im Moment einfach noch nicht stark genug sind gegen die drei Mächte. Na, also wir haben genug Ressourcen, müssten wir satt und genug von allem jetzt haben. Nur keine Leute, die es dann... überall hinbringen. Eigentlich können wir uns den Priester jetzt auch sparen, das zu nutzen, weil... Wofür? Wir haben von allen Sachen genug. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wobei Eisen wird ein bisschen mau, ne? Eisen wird ein bisschen mau. Komm, stellen wir mal hier die Eisenmine mal hoch. Guck mal, da ist auch blau. Ja, und so langsam
Verstehe nicht, warum der jetzt hier auch nur wieder in einer Soldat durchgeht. Achso, okay. Okay, dann nehme ich mal erst zurück. Dann langsam sollen wir noch ein paar Zielobjekte bauen, wobei wir sind jetzt bei 100% Kampfkraft. Eigentlich sollten wir gucken, dass wir bei 110% sind, ne? Das wäre eigentlich ganz nice. Aber, guck mal, wir haben hier so viel Gold jetzt. Das ist richtig nice. Das verstehe ich auch wieder nicht, ne? Warum jetzt da einer wieder war, der... Weißt du was, ich mache jetzt mal hier die mal weg. Die sollen mal hier die T3 Soldaten jetzt machen. Mal gucken, ob das jetzt funktioniert. Wir haben hier noch mehr Goldschmelzen jetzt und so viel Gold eigentlich. Eigentlich sollte das funktionieren. Die Billo-Soldaten mal ein bisschen loswerden. So, das ist auch gleich fertig. Haben wir jetzt irgendwo mal geschafft, einen Stein mit Zwecks. Oh, guck mal, da kann nur ein großes hin. Gut. Ich habe keine Lust mehr, die scheiß Soldaten herzustellen. Dann lieber ein paar weniger, aber guck mal, wie viel Gold wir hier drin haben allein. Das ist ja fast voll. Ich meine, gut, wir haben hier auch noch wahrscheinlich Waffen ohne Ende rumfliegen, aber trotzdem. Wir greifen jetzt mal an. Wir sind jetzt bei 101% Kampfkraft. Also eigentlich, ne, Leute, solltet ihr noch ein paar Zielobjekte bauen. Das wäre sinnvoll, aber wir lassen es jetzt mal. So, mit denen greifen wir an. Das ist unsere Verteidigung hier noch. Jetzt kommen ja die drei Soldaten hinzu noch ohne Ende. Und hoffentlich ein paar Leutchen. Nur guck mal, wir stellen so viele Scheißsoldaten her, das ist einfach unnötig. Und theoretisch, das machen wir jetzt auch noch, weil wir es können. Gehen wir jetzt hier doch nochmal hoch. Bin ich irgendwo ein Soldat noch? Da oben. Nee, doch da. So, guck mal, was die jetzt trotzdem noch Soldaten herstellen. Wir sind mittlerweile über grün noch nicht. Das ist okay. Ne, wenn wir jetzt hier die T3 Soldaten hinbekommen, dann haben wir hier genug, wo wir sagen können, die in unser Live. Und guck mal, da werden ja immer noch genug hergestellt, ne? Dann macht doch der Priester wieder Sinn, der hoffentlich noch ein bisschen Gold zu uns gibt. Nochmal ja, zwei Goldbarren, also 2x8. Hier haben wir auch noch Platz für zur Not ein paar Häuser. Die haben ja auch noch ein bisschen Gold hier rumliegen, ne? Jawohl. Nice. Und wenn das hier alles voll ist, dann... Ja, Schwert haben wir genug. Also das heißt, wir können jetzt auch nur richtig T1-Soldaten spammen, aber ich will es gar nicht. Ich will keine scheiß T1-Soldaten mehr. Die gehen mir auf den Nerv. So, und dann würde ich mal sagen, können wir jetzt mal Blau so ein bisschen kaputt machen. Dann gucken wir mal weiter. Und das sieht jetzt so gut aus. Also das, jetzt verlieren wir tatsächlich nicht mehr, da bin ich mir sicher. Eisenminen sind nicht mehr gut hier, die laufen nicht so gut. Aber wir haben ja zum Glück noch genug Fleisch, dass uns das erstmal nicht so juckt. Kohleminen sind noch okay. Auch nicht mehr die besten. Sollen wir hier mal ein bisschen weiter aufbauen sonst? Einfach, dann haben wir es. Dann machen wir hier noch mal ein paar. Wo Spitzhacken hat der auch hergestellt, ne? Hergezaubert, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Okay, der ist auch fertig.
Sehr nice, die sind hier fast fertig. Dann können wir hier auch noch mal ein paar Häuskes bauen. Und dann haben wir die Mission noch gut hinbekommen, würde ich mal sagen. Gucken, was jetzt hier an Angriffen noch kommt oder an Verteidigung. Blau hat ja gar nichts an Soldaten, das ist okay. Sind wir bei 103. Was? So hier. Ich hoffe jetzt, dass der das war. Der 103% Kampfkraft. Die können wir natürlich nicht ganz so gut angreifen. Die sind hier auf der Brücke überlegen, aber der hat ja nichts. So. Und hier sehen wir schon, also soldatenmäßig geht es jetzt hier rund. Wir haben fast so viel Grün und wir stellen jetzt nur T3-Soldaten her, sonst hätten wir noch mal mehr. Also, das ist ja jetzt schon Wahnsinn, finde ich. Was wir da an Sachen, an Leuten herstellen, an Soldaten herstellen. So. Hallo, können wir jetzt einen Mana noch bekommen und mach den Zauber einmal? Da wohl. So, dann gucken wir mal. So, blau hat fast nichts mehr. Da ist so eine Burg. Da ist aber jetzt fies. Guck mal, warum ist das denn da verdörrt, der Baum? Sumpfbaum? Kommt da jetzt was? Bin mal gespannt. Weiß nicht, ob hier ist doch auch. Nee, war nicht irgendwo noch eine Verbindung zu blau? Ja, das war ja die. Die sind. Nee, keine Ahnung. Scheiße. Er ist aber als Verteidiger, also da braucht man schon gute Soldaten, um hier einmal durchzukommen, ne? Ist natürlich hier eine schöne Verteidigungslinie. Oder die Burg gehört von uns, da ist die nächste. Ja, die, oh, das ist aber von der Mission. Also die Mission ist wirklich so, wir müssen uns hier verteidigen. Erstmal gegen die Angriffe. Waren am Anfang gar nicht so schön, weil echt nur zwei, da kamen nur zwei oder drei kleine Angriffe. Dann kamen nochmal später welche, wo ich kurz mal Siedlermangel hatte. Ja, und jetzt guckt euch das mal, was wir hier haben. Das sind schon 80 T3-Soldaten. Also ich glaube, das ist sowas von vorbei jetzt. Und unsere Kampfkraft steigt ja immer weiter jetzt. Ne, wir haben natürlich jetzt gut was verloren hier. Weil dieses Angreifen, wir haben jetzt, wir fetzen ja ganz unsere ganzen T1-Soldaten, die hier noch bei sind, setzen wir, schicken wir in den Tod. Und diese Festung einnehmen, das ist natürlich auch erstmal ist ein bisschen Aufwand, ne? Aber was soll's. Guck mal, wie viel Gold wir noch haben. Wobei jetzt mittlerweile, ne, jetzt ist es so ein bisschen besser im Moment. Aber guck mal, wie viel, noch so viel Nahrung eigentlich. Oh, hier noch eine Fischerhütte eigentlich hinbauen. Weil, warum nicht? Da springt doch auch was. Das ist die nächste. Also der Blaue ist halt wirklich nur da, um nerven, ne? Ich meine, wir haben jetzt echt auch gute, guck mal, die stehen auch schon fast alle. Das ist Wahnsinn. Ja, das ist jetzt Wahnsinn.
Jetzt haben wir hier über 200 Leute, jetzt sitzen wir die auch nochmal auf 400 hoch hier. Einfach, dass wir genug Träger die ganze Zeit haben. Und die sind jetzt fertig soweit. Das heißt, wir bauen jetzt hier auch nochmal neue Häuser hin. Also alle hier schön zusammen, damit wir auch die ganze Zeit gut Platz haben zum Bauen. Den können wir eigentlich abreißen hier, ne? Oder der soll da oben, ach, der macht hier oben noch, ne? Action. Wenn wir hier oben noch Action machen. Ah, guck mal, da ist schon grün. Kommt schon, was ist das denn? Hier kriegen wir den Turm nicht. Und das hier so ein verbuggter Turm ist, ne? Und wir echt den Schwefel brauchen, um den zu zerstören. Das finde ich dann nervig. Wir hätten noch eine Kühlerei machen können für Kohle. Wir müssen jetzt ernsthaft da, um den Turm da zu machen, so einen Scheiß wieder herstellen. Das ist wieder was, wo ich sage, Leute, das ist unnötig. Achso, war hier nicht irgendwo Schwefel auch? Da ist Schwefel doch. Schwefelmine, wo bist du? Und da war, ach so, das Eisen ging ja nicht, ne? Nee. Wenn wir den Turm noch hätten, dann hätten wir dem hier einiges von seiner Soldatenproduktionsstätte auch weggenommen. Das wäre ja noch ganz nice. Weiß, ob das funktioniert. Wir versuchen es mal. Ja, und das ist einfach Unsinn. Ich weiß gar nicht, was die Wikinger für ein Kriegswerkzeug haben. Da haben wir nämlich Eisen auf jeden Fall ein bisschen weg. Ja, das wird wahrscheinlich eng, das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. 158 Schwert, ach, Bogenschützen, die wir haben, sind natürlich richtig nice. Noch haben wir noch 50 Schwertkämpfer, ne? Aber unsere Bogenschützen müssen sich jetzt erstmal positionieren. Ja, es ist natürlich, das war jetzt nicht ganz so gut. Da haben wir, glaube ich, mehr verloren als er jetzt gerade. So. Gehen wir dann noch ein Stück zurück. Ach, jetzt würde er uns hier überall angreifen, aber was hat er jetzt vor hier? Ich meine, mit den paar Soldaten wird uns jetzt eh nicht killen können. Ja. Hat er sich jetzt gedacht, aber wahrscheinlich wegen des Turms da oben, ne? Meine, wir haben ja genug und wir haben noch mehr Waffen. Wir könnten noch so viele Soldaten mehr herstellen jetzt. Geht natürlich jetzt viel von uns. Das war nicht gut. Und der greift jetzt doch aber noch gut an. Ja, ja, da kommen auch jetzt mal einige Soldaten. Ich überlege auch gerade, ob wir jetzt mal nochmal volle Pulle herstellen sollen. Einfach, weil wir viel zu wenig Soldaten haben. Müssen wir nochmal ganz kurz volle Pulle herstellen, würde ich mal sagen.
Das ist jetzt viel gefallen. Das war nicht so gut. Das war richtig scheiße jetzt. Guck mal, die haben noch Sachen genug. Also ich meine, der wird uns hier nichts anhaben können. Aber das ist eine ganze Menge an Soldaten, die er jetzt hier runterschickt. Da wird er jetzt gut verlieren. Da müssen wir doch noch mal ein paar T1-Soldaten herstellen, ne? Da müsste gleich wieder ein riesen Aufschwung kommen. Oh, guck mal, wie viele Soldaten der noch hat. Der hat viel mehr als wir. Also das gefällt mir jetzt aber gar nicht so, ne? Spitzhacken. Guck mal, da kommen noch mehr. Also der will es aber jetzt wissen. Das wird hier nochmal ein richtiger Fight. Aber wie gesagt, wir haben hier T3-Soldaten. Ne? Das dürfen wir jetzt nicht. Das sollten wir eigentlich hinbekommen. Gelb jetzt auch. Also das wäre jetzt natürlich, wenn wir das jetzt verlieren. Hab eben groß getun und es kann mir nichts mehr passieren. Ne? Jetzt haben wir noch einen scheiß Angriff gemacht. Aber mit wie viele Soldaten greift dann? Da sind noch keine 150 oder so, ne? Jetzt auch mit ein paar Soldaten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der so viel T3-Soldaten und das, ne? Wir sehen hier. Scheiße, guck mal, wir haben hier viel. Wir können auch kleine Tempel bauen. Dann können wir noch mehr Mana herstellen. Dann können wir auch gleich hier Mana irgendwie mit benutzen. Das könnten wir machen mit dem Priestern theoretisch. Ja, wir gucken trotzdem mal, die Fahrzeugmanufaktur schadet ja nicht. So, Gelb hat auch nur eine kleine. Ich weiß nicht, warum Gelb damit so einer Mini-Armee kommt. Das ist ja Witz. Dann bin ich mal gleich gespannt, wie es nach diesem Angriff aussieht. Ich möchte doch mal, wir machen mal ganz kurz Folgendes. Ich möchte die drei Soldaten drin haben. Vorrangig. Wir haben das hier nicht gut gemacht, finde ich. Fällt unnötig viel von uns, glaube ich. Jetzt sind die so ein bisschen besser aufgestellt, aber irgendwie. Ne, das eine ist, glaube ich, gerade wieder runtergegangen. Oder? Ich kann es nicht einschätzen mehr. Und mein Gefühl ist, dass der Wald von uns mehr gefallen ist als von Grün.
Mich aber auch täuschen. Fallen einfach nicht von grün, ne? Also da ist, wobei von grün sollte jetzt mehr gefallen sein eigentlich. Eigentlich sollte von grün deutlich mehr gefallen sein, aber es hat vom Gefühl her war es nicht so. Oh Leute, so. Nehmen wir wieder nur T3 Soldaten erstmal her. Wow. Das mit dem Gebäude da, das nervt mich jetzt schon. Der Toasthammer bringt uns nichts. Wenn man von jedem einen baut, gibt es auch so einen extra Bonus, ne? Meine ich auf jeden Fall. Also die Mission dauert halt mega lange jetzt, einfach weil wir nicht gut genug sind. Weil mich das mit Blau, also mich packt das mit Blau schon ab, dass wir das da, das eine Gebäude haben, was da so mega nervig ist. Jetzt noch was gebaut? Nee, ne? Guck jetzt mal, wie weit wir da nah, wie nah wir rankommen müssen. Soldatenmäßig haben wir auf jeden Fall deutlich mehr als grün jetzt. Und wir haben jetzt wieder nur T3 Soldaten hergestellt. Das heißt, wir können theoretisch haben wir wieder Waffen hier ohne Ende rumfliegen. Da sind auch noch 8 Waffen. Baumstämme haben wir ohne Ende. Warum auch immer wir so viel Baumstämme haben. Bei den Siedlern haben wir auch noch über 200. Ich möchte das Gebäude weg haben. So, ist das jetzt kaputt? Naja. Weg damit. Okay. Nachteil ist, wir haben hier jetzt gelb, wir haben hier kein Verbindungsgebiet mehr, aber dafür ist das Gebäude weg und wir müssen haben den besiegt. Das heißt, wir brauchen noch die Fahrzeugmanufaktur nicht. Das Einzige, was so ein bisschen blöd ist, eigentlich müssten wir hier gleich nochmal, ja, müssen wir gucken, wo wir dann was bauen. So,
wir warten jetzt, bis die alle stehen. So, Grün stellt jetzt auch wieder ein paar Soldaten her, wir halt auch, aber so ein bisschen weniger. Was mit denen? Der hat nicht mehr so viel Gold da irgendwas. Das reicht? Ich weiß nicht, ob das reicht, um hier was zu bauen. Müsste man, ach so, was wir machen können, ist folgendes: Wir bauen hier einen Holzfäller hin. Das spätestens wird reichen. Zu den Zielobjekten stehen die schon alle. 116 und nicht alle. Okay, jetzt stehen die alle 121 und 110 Kampfkraft. Das sollte jetzt aber reichen. Machen wir mal folgendes nochmal eben. Nur so zur Absicherung machen wir nochmal ganz kurz hier einmal alles rein. Was wir haben an Soldaten. Oder der baut da wieder schön was. Sollen wir nochmal warten, dann ist das gleich verbunden, ne? Wahrscheinlich. Aber dann hat er wieder mehr Leute, also mehr Sachen da stehen. Aber wie wir sehen, guck mal, dann haben wir hier richtig was an. Guck mal, jetzt haben wir hier so viel Gold. Machen wir noch eine Axt. Auch nicht irgendwo noch ein Holzfäller, nichts mehr bringt, wie. Zum Glück habe ich die nicht abgerissen. Wir wollen einfach noch eine Axt kommen. Was soll der Geiz? Ist so ein bisschen die Frage, ne? Also eigentlich ist das jetzt dadurch, dass wir das Gebäude so zerstört haben, ist das ein bisschen blöd, aber mit 122% Kampfkraft, ne? Also sollte eigentlich jetzt auch schon richtig gut gehen. Mal sehen, was der hier alles baut. Mana läuft jetzt auch langsam relativ gut. Guck mal, da ist noch ein bisschen Gold und Waffen. Ach, guck mal. Also egal, wenn Gelb das baut, dann haben wir hier gleich auch, dann ist das doch alles gut. So. Aber die Mission dauert mega lange. Wie wir merken. Das soll Gelb mal ruhig bauen. Weil dann ist das hier gleich verbunden mit unserem Land. Das heißt, wir kommen dann an die... Wir können das auch so jetzt machen. Wir holen uns das so jetzt einfach mal kurz. Gelb hat natürlich richtig viel Soldaten noch, das macht mir auch so ein bisschen Sorge noch, aber mal sehen. Wir sind jetzt ungefähr gleich mit Gelb und Blau sind wir 100, wir müssen uns mal erkennen, 100,
plötzlich 150 Soldaten mehr. So, und da wird auf jeden Fall die Kohle hergeholt. Das ist auch schon mal wichtig zu wissen. Aha, Grün hat jetzt gut was verloren. Das sieht aus, also entweder stellen wir so viel her, dass der Knick nicht so groß ist, oder Grün hat wirklich jetzt viel verloren. Wenn der hier weg ist, dann hat er hier nämlich die Minen weg. So, der Turm wird auf jeden Fall jetzt fallen. Der Turm ist auch gefallen, schon mal sehr gut. Sind nämlich die Minen von ihm schon mal da weg. Da kommt Grün jetzt noch mit der zweiten Armee, mit der uns wohl angreifen wird. Wir haben hier genug Verteidigung, hoffe ich jetzt einfach mal. Wobei mir es ja ein bisschen Angst macht, was der alles herholt. Wir haben hier wie viel Verteidigung? Ja, wobei 60. Sollte eigentlich reichen und 3-4 Soldaten werden wir noch herstellen. Aber oh, jetzt kommt der Gelb mit. Ne, das machen wir nicht. Die bleiben ja zum Glück immer stehen, aber ich habe doch ein bisschen Sorge. Ich möchte jetzt nicht, dass die uns jetzt hier hinten wegkaschen. Das ist mir zu riskant. Die bleiben ja hoffentlich immer mal stehen. Das ist ja eigentlich so das, was die. Also die bleiben ja immer stehen, formieren sich nochmal, gucken, wo sie angreifen dann. Was ja gut für uns eigentlich ist. Das sind mir aber zu, wenn die alle angreifen, da haben wir doch ein paar. Das ist mir doch ein bisschen riskant. Weil wir nicht mehr Kampfkraft dann in unserem Reich haben als wir, ne? Wobei wir haben mittlerweile 111%, was auch nicht so wenig ist. Aber das möchte ich nicht. Ne, wir haben jetzt dem die Minen hier weggenommen, das hat dem schon mal richtig weh. Im Grünen. Wir sehen, der hat hier einen richtigen Knick, der hat fast nichts mehr. Aber Gelb hat er noch und ich möchte nicht, dass die alle uns hier angreifen. Und jeder Soldat, der jetzt weniger zu uns kommt, ist jetzt eine potenzielle Gefahr weniger. Und das ist auch gut so. Ich weiß nicht, ob wir die überhaupt eingeholt bekommen. Wir müssen hier nochmal stehen bleiben, aber wir haben jetzt schon ein paar besiegt. Aber trotzdem, das sind echt nochmal viele, ne? Und die sollen nicht jetzt durch irgendeinen Zufall hier auf einmal doch die... die sollen jetzt nicht auf die Idee kommen, hier auf einmal, oh, jetzt habe ich doch die Türme aus irgendeinem Grund doch besiegt. Also zerstört. Das wäre wirklich fatal. Auch wenn die Mission jetzt noch ein bisschen länger, wir sind schon bei 2,5 Stunden, das ist echt lang. Und wir sehen schon Grün, also der kommt schon gut was durch.
Aber ein paar haben wir schon mal weggehauen jetzt. Aber es reicht mir noch nicht. Ich würde gerne die auch noch haben, weil das, boah, ist echt doch noch einiges, was da kommt. Also eigentlich sollten wir uns nicht gefährlich werden, aber das sind doch echt einige hier. Ich möchte das nicht, vor allem nicht, wenn die zusammenkommen. Und wie gesagt, wenn jetzt Grün keine Soldaten erstmal herstellen kann, dann haben wir ja schon gewonnen. Dann haben wir ein bisschen Zeit und dann müssen wir nur gucken, dass wir halt nicht drauf gehen. Meine Mission ist doch dann am Ende doch, ist noch ein bisschen mehr passiert, als ich gedacht habe. Also war doch nicht ganz so einfach. Und das jetzt eigentlich keine Bedrohung mehr darstellen sollte. Aber wenn die jetzt alle angegriffen hätten, boah, ich weiß nicht, ob wir es geschafft hätten. Wir haben ja einige stehen, aber kommen da auch mit viel, ne? Und ich weiß nicht, wie viel Mana die haben und so weiter. Oh, da fällt doch auch was von uns dazwischen immer. Ja, da ist jetzt aber viel von Gelb gefallen. Da ist viel von Gelb gefallen. Da ist auch noch ein bisschen was von Gelb. Ich kann das nicht einschätzen. Ich kann gerade nicht einschätzen, von wem da mehr fällt. Ne, wir haben zwar 111% Verteidigung, was schon echt gut ist, aber da ist viel von Geld. Oh Gott. Also ich bin der Meinung, wenn wir nicht zurückgegangen wären, hätten wir nachher noch verloren. Also wir hätten zwar da vielleicht einen Turm von denen erobern können, aber das hätten wir nicht überlebt. Da waren von Gelb richtig viele Soldaten. Aber das hätten wir nicht überlebt, beim besten Willen nicht. Und ich weiß auch jetzt, also es wird echt eng. Wenn unsere Soldaten viel zu langsam hier nachrücken, also hinterrücken. Ich kann nicht einschätzen, wie viele Schwertkämpfer von denen dabei sind. Die machen nämlich jetzt unsere Bogenschützen hier platt. Da steht zum Glück von uns noch ein bisschen was. Nochmal 11 Soldaten. Aber es ist nicht viel, was da mehr steht von uns. Guck mal, es geht so richtig was runter. Von Gelb auch, aber jetzt sind unsere Soldaten mit angekommen. Jetzt mache ich mir eigentlich wenig Sorgen, dass das noch schief geht. Ich glaube, wir hätten es verloren. Ich glaube, wenn wir nicht zurückgingen oder nicht da noch was gemacht hätten, entweder hätten wir es ganz knapp überlebt oder sogar verloren. Jetzt ist vorbei erstmal. Aber jetzt heilen wir uns hier erstmal wieder hoch. Alle Mann. Oh ja, ja. Das war jetzt echt nochmal eng. Und irgendwas ist jetzt hier los mit. Wir haben irgendwie kein. Warum auch immer wir kein. Nicht mehr so viel herstellen. Also irgendwas fehlt hier an Waffen. Warum auch immer. Sollen wir doch noch mal ein bisschen mehr Fisch damit rein tun? In die Kohleminen. Ich frage mich, was da fehlt. Es fehlt Mehl. Was denn jetzt? Haben wir noch Sensen? Ja, haben wir noch. Wie viele? Zwei, dann stellen wir noch eine Sense. Ach, da haben wir noch eine dritte Sense. Alter Falter. So, jetzt gucken wir mal. Wir haben mehr Soldaten. Also wir haben doch aber den Kampf insgesamt gewonnen. Grün ist praktisch tot. Und Gelb hat auch lange nicht so viel, hat weniger Soldaten als wir noch. Wir haben sehr viele T3-Soldaten. Wir haben genug Manpower hier noch.
Auch daran scheitert es bei uns jetzt nicht mehr. Und wir haben eine hohe Kampf- und Verteidigungskraft jetzt, dadurch, dass wir die Zielobjekte haben. Alter Falter, aber es war trotzdem nochmal... Und nochmal vor. Irgendwie fehlen uns ja... Also ne, Gelb stellt auch wieder gut Soldaten her. Jetzt einfach mal vorspulen, weil wir im Moment einfach nur noch ein bisschen abwarten müssen, bis wir ein paar Soldaten am Start haben und so weiter. Da können wir Waffen mal einlagern. Wir hätten auch diese Axtträger machen können, ne? Die werden auch mal nice ge- Oh, haben wir uns da abgeschnitten, das gefällt mir gar nicht. So, wir müssten hier noch genug zur Verteidigung haben, wobei wir haben es eben gesehen, aber jetzt gehen wir auf Gelb dann erstmal, dann sollte das okay sein. Was wir mal machen in den Waffenspielen, dass wir jetzt mal langsam ein paar mehr Schwerter herstellen als Bögen. Dann müssen wir gleich auch wieder ein bisschen mehr Nahrung hier haben, also gar nichts über, die hat auch keine Nahrung, ne? Also entweder müssen wir gleich mal gucken. So, die haben hier natürlich Nahrung, okay. Oder ist natürlich der Weg weiter. Und eine coole Mine, die wir nochmal anschmeißen können. Und da war auch noch eine, komm. So, der Geiz. Da ist dann natürlich hier unsere Siedler, sind hier so ein bisschen eingesperrt. Das ist richtig scheiße. Grün stellt nichts mehr her. Gelb steckt gut Soldaten her, Tatsache. Mal drei Waffen. Und ne, wir haben kaum Siedler, die nichts machen, obwohl wir doch jetzt hier langsam. Hier haben wir ein paar, die nichts machen. Jetzt müssen wir langsam mal Richtung Finishing gehen. Also wir haben jetzt Grün, haben wir schon ausgerottet im Prinzip, der kann nichts mehr machen. Gelb stellt echt mega gut noch Soldaten gerade her. Aber wir haben jetzt ja im 125% Kampfkraft im Gebiet der Gelben. Soll ich mir dabei schon mal, ich möchte mir die Lösung gleich nochmal angucken, ist das? Einen Moment. Ihr hört gerade mal nichts. Einen Moment, so. Okay, Moment. Dann lesen wir gleich dabei schon mal vor, was die da so schreiben, wie man das machen soll. Irgendwie lädt es gerade nicht die Seite. Es können nämlich unsere Leute wieder hier rüber gehen, das ist schon mal sehr nice. Schwierigkeitsgrad Mitte, Zeit. Zeitbedarf 3 bis 4 Stunden steht hier. Wir sind bei 3,5, also okay, da sind wir noch, wir sind ja echt noch im Rahmen. Ich dachte, wir hätten mega lang gebraucht, aber dann
Laut dem Bericht ist das also normal. Wir haben halt keinen Schwertkämpfer jetzt mehr groß zum Einnehmen. Das heißt, da müssen wir auf jeden Fall nachsuchen. Nachdem sie im kleinen Turm bis zur Bergkette in der Mitte ausgehen hat, sollte zwischendurch die Bauindustrie fertig sein. Nachdem nun man die Nahrungsindustrie und die verarbeitenden Betriebe errichtet hat, sollte man sofort ein paar Schwertkämpfer und Bogenschützen bauen. Oberhalb der mittleren Bergkette ist ein guter Platz, um eine Burg zu bauen. Wenn man Bäume oberhalb fällt, kann man eine zweite Burg in unmittelbarer Nachbarschaft bauen. Haben wir gar nicht gemacht. Also Burgen haben wir nicht gemacht. Wäre auch noch eine Idee gewesen. Sieben Zeiten haben wir wahrscheinlich schon ein oder zwei Angriffe abwehren müssen. Unterhalb des Sees in der Mitte liegen ein paar Rüstungen, etwas Gold, die man mit ein paar Dieben holen kann. Eine Fahrzeugmanufaktur und eine Eselfarm sind auch noch nötig. Mit einem Gründungskarren fährt man zur Westseite des Sees und gründet dort eine neue Siedlung. Als erstes braucht man hier einen Marktplatz, der natürlich auch hier eine Staatslinge bebaut werden muss. Mit einem Esel lässt man nun Holz. Okay, das haben wir nicht gemacht. Okay, wir haben uns da komplett hingearbeitet, ne? Okay. Okay. Also haben wir es im Prinzip fast so gemacht. So ähnlich gemacht, aber also nee, wir haben es nicht so gemacht. Wir haben keine zweite Siedlung gegründet. Das war wohl die Idee eigentlich des Spiels, dass man eine zweite Siedlung gründet. Um dann praktisch das Gold zu holen. Ja. So, dann holen wir mal hier Nachschub an Soldaten. Ich hoffe, dass das soweit in Ordnung ist, dass wir hier nicht, wir brauchen aber nicht mehr viel, ne? Gelb hat, guck mal, grün stellt wieder Soldaten her. Die könnte man auch Soldaten herstellen. Krass. Dann gelb ist so ein bisschen die Frage, wir haben jetzt keine Schwertkämpfer mehr, glaube ich. Noch einen. Es stirbt natürlich von uns hier relativ viel. Weiß von wem mehr stirbt. Eigentlich müsste von dem hier mehr sterben, von gelb. Ja, ist auf jeden Fall mehr gestorben. Ne, wir machen hier mal so eine breite Linie, dass wir einfach mit mehr Leuten feuern. Da ist noch die Schwerindustrie von dem. Ziehen uns mal so ein bisschen zurück. Bleiben wir mal hier stehen. Ach, guck mal. Ah. Wir haben zusammen haben wir jetzt gerade mal die Hälfte von meinen Soldaten. Das gefällt mir doch. Und wir haben hier halt nur keine Verteidigung mehr. Das ist so ein bisschen schwierig jetzt. Also wenn die uns jetzt irgendwie angreifen würden, aber bis die. Also erstmal stehen wir da, ja, und bis die dann da was machen könnten, ne? Also beim besten, was ist das denn alles? Achso, es ist von den. Ich dachte gerade, oh, das ist. Doch, das ist da überall, ich dachte. So, mal gucken, ob jetzt die, die Wasserwerke sind gut ausgebucht jetzt, weil jetzt wahrscheinlich hier die Bäcker wieder besser arbeiten, ne? Ah, haben immer noch nicht genug. Ja, die Mühle hat jetzt wieder, okay, es ist deutlich besser geworden. Können wir hier noch ein Wasserwerk bauen eigentlich? Ja, wir können hier noch eins bauen, das machen wir auch vorsichtshalber. Und sollen wir noch irgendwie, oh, guck mal, wie viele Leute wir jetzt haben, die nichts zu tun haben. Das feiere ich gerade voll. Das ist ein bisschen die Frage, wen wir jetzt angreifen, ist eigentlich egal, ne? Ob grün oder gelb.
so 3 bis 4 Stunden waren wir ja relativ gut. Also, ne, auf der schweren Stufe haben wir jetzt dann 4 Stunden am Ende, wenn wir brauchen. Da kommen wieder Soldaten hin. Guck mal, jetzt haben wir hier auch schon wieder ein paar. Guck mal, 14. 25 haben wir da als Reserve. Dann machen wir die Industrie da kaputt. Dann war es das ja hoffentlich auch mit Gelb. Was wir jetzt noch machen können, stimmt eigentlich. Wir haben hier zweimal das Geschenk. Und noch ein bisschen Gold. Ein bisschen, auch guck mal, dreimal Gold sogar. Dann machen wir den Tempel kaputt. Ach, den Tempel, den Turm da noch kaputt. Dann passiert hier, also wenn wir den, spätestens wenn wir den großen Turm da haben, passiert uns auch nichts mehr. Da bin ich mir eigentlich sicher. Denn da ist die Kohle, die wird er wahrscheinlich noch benutzen. Und auch trotzdem, dass jetzt zum Teil so viele Soldaten herstellt, wie er herstellt. Und guck mal, wie die fallen jetzt, wie die fliegen. Ist grün auch noch. Ach, das ist unser Turm da. Wie haben wir den denn geholt? Das ist noch eine Burg. Muss mal da sein. Eisen noch, ja, das ist jetzt okay. Da wird jetzt nicht mehr viel kommen. In beiden nicht mehr. Die Festung machen wir noch weg. Ja, weg damit. Und sonst müssen wir gleich noch ein paar Soldaten nachziehen. Na, wir sehen schon, jetzt ist endgültig alles vorbei hier. Hier Schwertkämpfe haben wir noch irgendwo. Ich weiß noch nicht, wo die sind. Da vorne ist einer. Da kommt, ah, guck mal, das sind zwei. Da ist die Schwerindustrie von denen. Aber Schwertkämpfer habe ich hier nicht mehr. Die müssen wir uns gleich nochmal holen. Oh, guck mal, da hat hier Äxte und sowas, Spitzhacken, aber. Ja, komm mal mit hier. Ja, Leute, Mission war eher wieder nach meinem Geschmack. Ich finde, was wäre gut. Ja, sage ich gleich nochmal. Oder sage ich das am Ende? Ihr kennt doch mein typisches: Das haben wir gut gemacht, das haben wir nicht so gut gemacht.
Wir müssen unbedingt Soldaten nachziehen. Das dauert ja sonst wieder ewig. Er hat keine Steine mehr, da sind auch noch Steine. Hört nicht rum. Und hier sind auch wieder vier Soldaten, also Soldaten. Na doch, ein paar stellen wir jetzt immer noch wieder her. So, okay. Also, wie gesagt, der kann ja eh nichts mehr machen. Ich versuche mich da jetzt anzugreifen. Was soll die Scheiße? Unnötig. Wertkämpfer, das ist noch eine ganze Menge. Weiß nicht, was da noch steht. Also haben wir 6 Schwertkämpfer. Also die Frage ist halt, ob hier noch irgendwas steht, was schießt. Ne? Wenn da nur noch einzelne Soldaten drin sind, sollte das Ganze gut reichen. Wenn das nicht der Fall ist, dann dauert das noch ein bisschen. Dann müssen wir da auch nochmal Soldaten nachziehen. Auch noch irgendwas, ne? Oder ist das der einfach nur... Was ist denn da? Ist da noch was? Hell? Muss ja mal gucken, ob da noch ein Turm steht. Ne, dann ist gut. Ach ja, also das immer am Ende, also irgendwann sollte man noch aufgeben, ne? Aber ist halt gut, ist halt natürlich die Frage, also ne, ist man schon gesagt, mit dann sollte man aufgeben, aber klar, ne, theoretisch, wenn wir jetzt nichts machen, das Spiel müsste ja wissen, wann der Gegner gar nichts mehr machen kann. Das macht es halt schwierig, ne? Aber hier müsste jetzt, das müsste jetzt nur Resteverwertung sein, was wir jetzt hier haben. Gelb müsste jetzt gleich auch weg sein. Und Grün hat noch hier die Türme, aber der ist jetzt auch unser. So. Also, was wir gut gemacht haben, wir haben relativ schnell eine sehr stabile Holzindustrie aufgebaut. Ich glaube, das war auch der Schlüssel. Was wir schlecht gemacht haben, zwischendurch wieder Siedlermanagement. Das war nicht so gut zwischendurch. Aber, ja, deshalb so mittel, ne? Wie gesagt, Siedlermanagement zwischendurch war schlecht, aber ansonsten Verteidigung war eine gute Idee, war aber dann irgendwie blöd, weil ich dachte Tatsache, die greifen hier irgendwo von hier oben an. Kommen hier runter. Eigentlich hätten wir hier zwischen die Verteidigung aufbauen sollen. Das wäre hier, ne, dann wären die hier so geknummelt gewesen. Das wäre richtig gut gewesen. Oder direkt wirklich hier hinter, dass hier so reinkommen.
Ja, man hätte natürlich auch hier irgendwann zwei Burgen bauen können. Auch das wäre gut, aber ja. Ansonsten haben wir sehr viel Platz geschaffen durch die Holzfäller. Das war nötig und gut. War aber jetzt nichts Besonderes. Wie gesagt, wichtig war, dass wir relativ schnell die Werkzeugschmiede stehen hatten und eine gute Holzindustrie. Und 12 Uhr. Also das fand ich, da haben wir uns gar nicht so schlecht geschlagen. Und wie gesagt, ne, das war, was wir nochmal eben, dass der eine Angriff, dass wir da nochmal zurückgezogen mit unseren Soldaten, das war, glaube ich, lebenswichtig. Ich glaube, wir hätten uns verloren. Ich glaube, das wäre sonst schwierig geworden. Ich glaube, dass wir hier immer gut die Sachen erhöht haben, weil wir relativ große Sachen, also ne, dass wir relativ viele Bauarbeiter hatten, hätten sogar wahrscheinlich noch ein paar mehr sein können. Jetzt mittlerweile, wir hätten ja noch genug Ressourcen dann. Ja, aber das ist... Das sind Kleinigkeiten, das war jetzt am Ende. Hier finde ich mir spielentscheidend für die Mission. Scheint war, dass wir die Holzindustrie schnell bekommen hatten. Und die haben wir auch lieber ein bisschen zu groß nachher gebaut. Auch, dass wir hier nachher noch ein paar mehr gebaut haben. Ich glaube, auch das war gut. Einfach, damit wir bei Bedarf immer genug Holz da hatten. Und, dass wir halt hier dann irgendwann schnell diese diesen Goldminenvorräte hatten. Das war auch ganz gut. Guck mal, ich weiß jetzt nicht, warum wir jetzt wieder hier das Problem haben, dass wir... Ach so, weil die jetzt alle hochgerannt sind. Aber die machen ja alle nichts. Das verstehe ich manchmal nicht. Na, guck mal, wir haben jetzt hier... Und auch jetzt Städte wieder. Ständige Soldaten. Ja, okay. Guck mal, da ist das dunkle Volk. Was ist das denn jetzt? Da ist ein bisschen Dürre. Okay. Wir haben gewonnen. So, wir sind noch aufgedeckt. Ach, guck mal, da ist das Dürre vom dunklen Volk. Da sind aber keine Leute vom dunklen Volk. Interessant. Ja, nice. Aber die hatten hier auch, ne, wir hatten hier, oh, guck mal, wir hatten hier eine riesige Insel. Die hatten da eine Insel. Ja, schön. Den Tempel konnten sie leider noch nicht finden. Die Suche geht weiter. Ach ja, wir haben ja irgendeinen Tempel gesucht. Das war der gut daran. Sehr nice. Beenden wir das Ganze. Gucken wir mal die Statistik. Wir hatten 651 T3 Soldaten gegen ja fast nichts an T. Ich dachte Tatsache, die hätten mehr T3, aber die hatten viele T2 Soldaten. 260 und insgesamt Soldaten, ja gut, haben uns sehr gut geschlagen. Kampfkraft 127%. Die hat nur 37, dafür haben wir aber echt viel kaputt gemacht zwischendurch, oder? Für 37%? Also ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen verpackt. Das kann doch irgendwie nicht sein, dass das funktioniert. Ja. Ne, Gebäude, Siedler hatten wir auch mittlerweile über 2000, brauchten wir auch für die Wege. Mana haben wir viel mehr, Erz haben wir viel mehr, also das ist wohl eindeutig. Gut. Okay, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.